So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Menschen. Willkommen zurück zum Livestream, ja. Wir haben gerade Monster of the World Iceborne gestreamt. Für eine Quest, die wir leider nicht geschafft haben. Aber jetzt geht's weiter mit einem neuen Spiel, was mich hoffentlich etwas beruhigt, weil ich in letzter Zeit schon irgendwie etwas angepisst bin. Keine Ahnung, wieso. Es ist halt die Corona-Scheiße da am Laufen, was noch eine Weile anhält. Ja, und die Arbeit. Keine Ahnung, ich bin momentan irgendwie ziemlich abgefuckt und brauche mal ruhigere Spiele als solche Action-Spiele wie Dynasty Warriors, Overwatch oder Monster Hunter World. Ich weiß nicht. Ich denke, da würde mir dieses Spiel genau gut tun und deswegen spielen wir das mal zusammen. Ich hoffe, das überträgt es so weit und hat hoffentlich keine blockierten Szenen. Würde ich sehr begrüßen. Und dann können wir das jetzt zusammen spielen. Und schauen, wie das Spiel so ist. Ja, starten wir mal. Ich meine, das Spiel ist jetzt aus 2015, das ist eigentlich schon relativ alt, aber ich denke, das kann schon gut sein. Und auf jeden Fall Laune machen. Ich weiß nicht, es sieht auf jeden Fall sehr schön aus, muss ich sagen. Und es ist, denke ich, auch ein ruhigeres Spiel ohne Action und so. Daher genießen wir das mal. Also die Musik ist schon mal schön. Tragödie. Ich glaube, wir können jetzt gleich spielen. Süß. Okay, schau nochmal, das Spiel wird weiterhin angezeigt, also ist gut. Wir können jetzt das Mädchen steuern, gut. Oder ist. Da war ein Vogel. Okay. Ich glaube, mehr als laufen können wir nicht. Beziehungsweise gehen. Ja, genau, so wunderschön habe ich es mir vorgestellt. Ich habe mir da was Teil gesehen, das habe ich mir über PSN Store runtergeladen, weil ich den Trailer gut fand. Also ansprechend, weil
es einfach schön aussieht und ich auch mal schöne Spiele genießen möchte. Okay, Racing Front hat einen Namen, den erfahren wir aber noch nicht, wie es aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass es ein ziemlich kurzes Spiel wird und wir da nicht viel mehr machen, als voranzugehen und da halt die Story zu erleben. Aber so ist es auch schön angenehm. Nani? Sagt sie Nani? Können wir da nicht weitergehen? Ja, okay. Also für die Leute, die den Anfang jetzt nicht gesehen haben, das Mädchen hat ihre Sehkraft verloren und deshalb kann sie eigentlich nicht sehen. Aber wir sehen deshalb irgendwie nur ein Bruchstück von dem, was vor uns liegt. Was eigentlich cool ist, aber ja, wenn sie keine Sehkraft hat, eigentlich unlogisch. Aber es wäre auch interessant, wenn wir gar nichts sehen könnten, so wie sie. Okay, da können wir anscheinend nicht weitergehen. Aber müssen wir dahin? Ich glaube, wir müssen in ein Haus rein, oder? Nani, Tatsache. Ja, ich würde sagen, wir folgen der Katze. Sie führt uns weiter in die Story. Ups, okay, da ist die Wand. Okay, sowieso steht es da auch, okay. Winterbach, okay. Oh, schön. Wie jetzt alles voller Schnee ist. Okay, gehen wir da weiter. Update wurde installiert, nice. Kann ich dann mal schauen, was da neu ist. Also ich weiß, zum Zusehen wirkt das gerade etwas langweilig, weil wir irgendwie nicht laufen können, oder? Nein. Wir können uns nur noch vorwärts bewegen. Sonst nicht wirklich viel machen. Aber ich denke, es ist so eigentlich auch ziemlich entspannend und beruhigend.
Da einfach nur voranzugehen, um die Story zu erleben. Und nicht mehr machen zu müssen. Jedes Mal, wenn Nani den Garten verließ, fragt er sich, wer besorgt. Okay. Hätte ich gleich am Anfang lesen sollen. Okay. Ich glaube, dass ich euch einfach lesen. Weil das ja automatisch dann einfach weitergeht. Und ich nicht weiß, ob ich das schnell genug vorlesen kann. Es liegt gerade. Ziemlich lange. Okay. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht aufgehauen. Nee, zum Glück. Okay. Ich schaue jetzt noch mal ganz kurz. Aber nee, das Spiel wird noch weiter gezeigt. Sehr schön. Ohne Glocke. Ja gut, so wie es aussieht, müssen wir uns rechts halten. Oder oh, sind doch. Schön, wie sie immer wieder Nein hier ruft. Ich würde gern mehr von ihr hören. Aber mal schauen, wo uns das hinführt. Okay. Okay, hat sie das jetzt automatisch gemacht oder weil ich X gedrückt habe? Ich weiß nicht. Oh, Vögel. So wie es aussieht, ja. Werden wir nicht viel machen. Egal, dann sind wir einfach still und genießen das Spiel. Es ist einfach nur schön. Erinnert mich auch so ein wenig an The Path, das Spiel. Oha, sehr großer Dick. Sind wir da falsch oder kann es das sein, dass wir da mehrere Enden haben und wir uns gerade zur Bad Ending begeben oder warum ist es jetzt so düster geworden?
I see, okay. Ich glaube, wenn da der grüne Kreis ist umher, schwirrt, dann können wir da mit X was machen. Okay. Ja, okay. Das sind die einzigen Störungen, die wir bei diesem Spiel haben. Also mit X können wir interagieren und mit dem rechten Analogstick uns ansehen und mit dem rechten Analogstick laufen wir. Das ist alles, was wir in diesem Spiel machen können. Oh, haben wir da eine Milka-Kuh gesehen? Tatsache. Lol. Hallo Melkaku. Warum? Achso, geht doch. Am liebsten würde ich das Ganze sehen können, aber irgendwie will das Spiel nicht. Ja, wir können da jetzt auch nichts machen, oder? Nö, sieht nichts aus. Aber da sieht's noch einen neuen Weg aus. Nee, von da sind wir gekommen. Ja, okay. Ich denke, es geht vorwärts weiter an die Kuh vorbei. Leider können wir mit der Kuh nicht interagieren, was schade ist, aber gut. Auf jeden Fall schön, dass es immer Geräusche macht. Immer wieder mal. Ich glaube, da sind wir in eine Sackgasse geraten, oder? Ah ne, da können wir was machen. Können wir das der Kuh geben? Ah, okay, das macht es automatisch gut. Oh, okay. So, jetzt ist die Frage, passiert da noch was? Ne, wir haben sie nur da vorgebracht. Müssen wir das machen? Ups. Jetzt wieder was, was wir machen könnten.
Wissen wir, was mit der Kuh machen? Oh, süß. Mutter ist Trophäe bekommen. Schön. Ich habe meine erste Trophäe jetzt bekommen. Ist noch einen? Wir geben dir noch ein paar Blumen, okay? Mega cool. Ja, das tut sie automatisch immer, wenn wir da hingehen. Ja gut, ich glaube, es würde nichts mehr bringen, wenn wir der Kuh noch mehr solche Blumen geben. Deshalb gehen wir mal weiter. Der Brunnen. Das ist ein Frosch. Können wir da was machen? Ja. Ah, okay, ich glaube, wir brauchen da irgendwas, damit wir da was machen können. Das ist ein Frosch. Oh Mann. Ich hänge an der Bank. Oh, Hühner. Gehen wir mal da rein. Oder machen wir es auf. Können wir das machen? Also bei den Hühnern zu sein, okay. Ich glaube, man muss da auch irgendwas machen, um den Hühnern dann etwas Gutes zu tun. Ich weiß es nicht. Aber momentan können wir da nichts machen. Das ist ein Haus. Können wir da nicht rein? Okay, ist die Spitze, ne? Okay.
Die Spur, genau, ich meine, den Weg. Oh, die Musik fängt wieder an. Wir sind auf dem richtigen Weg. Aber ich frage mich, was man mit denen machen kann. Mit den Hühnern und dann einen Frosch. Das habe ich irgendwie verpasst gerade. Oh, ein Hund. Können wir uns dem nicht nähern, oder was? Nö. Aber Wahnsinn, wie schnell das ist, wie jetzt wieder düster wurde. Nur wegen dem einen Hund. So, und wir gehen jetzt Brücken über Brücken über Brücken. Frag mich, wo uns das alles hinführt. Moment, sind wir jetzt wieder bei der Milka-Kuh? Nee, oder? Also langsam sehen wir immer mehr. Okay, da sind wir wieder. Da können wir aber immer noch nichts machen. Ich glaube, wir gehen da jetzt mal außen rum. Vielleicht können wir da was machen. Also, von der anderen Seite. Da. Können wir da rein? Sieht nicht wirklich danach aus. Oder gehen wir da mal weiter. Sofern es geht. Die Glocke wieder. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Naja, da ist die Katze wieder. Oder ein Hinweis von der Katze, dass sie gewesen sein könnte. Oder haben wir wieder die Milka-Kuh?
Okay, ich frage mich allerdings, was ich denn da im Raum machen kann. Und mit den Hühnern. So, habe ich jetzt alles gesehen gleich. Passiert da auch, was wenn ich da jetzt alles habe? Moment, da kann ich anscheinend was machen. Von der anderen Seite wahrscheinlich. Ja, gehen wir da mal weiter. Na, da ist ja alles zu. Oh, die Musik hört sich wieder bedrohlich an. Passiert irgendwas Schlimmes? Was ist das? Ich kann da einfach nicht durch. Ich hab. Ach so. Ja. Wenn er jetzt den Weg frei gemacht. Ob das jetzt wirklich gut ist. Ist das Auto. Okay. Konnten wir auf jeden Fall was mit dem Huhn machen, denke ich mal. Und da am Brunnen. Da war noch irgendwas. Aber an sich ja sehr schönes Spiel, muss ich schon sagen. Nur weiß ich dann halt nicht, was ich sagen soll. Wenn ich da einfach nur langsam vorangehe und mich herantaste in die Umgebung, wo ich dann halt mit den Sachen interagieren kann. Wo ich dann auch irgendwie schauen muss, was ich da machen kann, um das zu tun, wie beim Kur eben. Also ich hätte auf jeden Fall was, glaube ich, bei einem Brunnen machen können. Nur hätte ich da, glaube ich, davor irgendwas machen sollen, was ich verpasst habe. Und ja, bei den Hühnern, glaube ich, könnte ich auch noch etwas machen. Keine Ahnung. Warum steht's da?
Okay, sie kann nicht über die Pflanzen da gehen. Ja, auch gut. Ja, okay, mit dem Müll kann sie auch nichts machen. Okay. Ray ist auch ein schöner Name, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich alles erkunden möchte, weil das ziemlich langweilig wirken kann, da sie eher langsam geht und nicht wirklich gleich alles sieht. Aber so wie es aussieht, können wir da eh nichts machen. Momentan. So gibt es da nicht so was wie eine Abzweigung oder so. Oder? Ach, okay. Das nenne ich eine Abzweigung. Da haben wir was. Oder können wir nichts machen? Ja, wo steckt sie denn überall fest? Okay, anscheinend können wir da auch nicht viel mehr machen, aber wir sehen jetzt, dass da ein Fluss ist. Okay. Zurück können wir auch nicht mehr. Ja, gut. Interessant. Okay, da haben wir anscheinend nichts verpasst. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einfach nur straight durchgehen soll, einfach geradeaus den Zielen ginge oder ob ich mir wirklich alles anschauen möchte, was ich da so finden kann und das irgendwie alles zu haben. Muss ich schauen. Ich glaube, das wird nicht ein richtig langes Spiel, also kann man das dann immer wieder von neu anfangen. Und ich muss leider zugeben, dass ich da müde werde. Ey, das ist echt unglaublich. Ich will mich da hier nur etwas entspannen und auch ist ja noch nicht einschlafen. Oha, da ein kaputtes Auto. What the fuck? Ach so. Jetzt dachte ich gerade ganz kurz, ey. Da wäre der mit einer Kettensäge unterwegs, aber das war nur eine Rasenmäher. Wow. Dieses Geräusch eben hat mich wirklich erschreckt. Da ich es nicht genau erkannt habe. Nicht sofort erkannt habe, was er da mit sich führt. Ne, ich glaube, wir müssen schon da. Okay, über die Brücke. Was auch sonst. Einmal über die Brücke.
Und da haben wir wieder den Hund. Okay, Hunde mag sie nicht, oder sie fürchtet sich vor dem Hund. I don't know. Aber das ist nicht gut. Ich frage mich, ob das irgendwelche Auswirkungen dann hat. Also ich glaube, wenn wir da einfach weitergehen, steht es auch irgendwo an. Ja, das sind Zäune. Das ist doch schon eher etwas linear, der Weg, um die Geschichte voranzubringen. Jetzt schon wieder, ey, die Musik. Was ist jetzt? Nochmal der Hund? Ne, Moment. Wir gehen doch jetzt. Doch, okay. Jetzt bin ich leicht verwirrt. Können wir an dem Hund vorbeigehen? Ah, okay. Da müssen wir hin. Ja, ziemlich krass die Musik. Sehr bedrückend. So, jetzt ist es wieder Stille. Ach, haben wir da wieder die Hühner oder was? Hä, was passiert da gerade? Oh, Mäuse. Leute, das war eine Hütte. Okay. Können wir da rein? Nö, können wir nicht. Okay. Ja, ich muss schon zugeben, also zum Anschauen ist das etwas langweilig, weil irgendwie nichts passiert, außer dass wir einfach vorangehen, uns vorantasten, um weiterzukommen. Ich hätte gedacht, das wäre irgendwie so mit, ja, du gehst ein paar Schritte weiter und schon wird es weitererzählt, die Geschichte, aber gerade läuft es dann doch irgendwie so schleppend voran. Ja, ich hoffe, das wird dann auch irgendwie besser. Oder man kann halt mehr tun. Ich weiß nicht. Gott, ey, ich musste wirklich gehen. Das tut mir leid. Aber ich denke, es ist sowas wie Animal Crossing wäre da dann noch etwas besser, um sich zu entspannen und auch was tun zu können. Hier ist es einfach nur, geh voran und genieß das Spiel. Oder die Geschichte.
Ziehen wir da noch was? Feldnot, Moment. Kann ich da durch? Nee, natürlich nicht. Okay. Ja, da müssen wir durch jetzt. Ja, immer der Hunde. Lass mich aber mal weitergehen. Ja, der blockiert unseren Weg. Gut, müssen wir dann der Wand entlang gehen. Aber da habe ich jetzt auch schon fast wieder alles gesehen. Ja. Schön. Auf jeden Fall schön. Okay. Kamera, sticht er jetzt an oder was? Endlich schon. Nee, da können wir nichts machen. Gehen wir wieder zurück. Und ich nehme an. Ich bin einfach viel zu müde, dass ich da lange wachen kann. Dass ich mich da lange wachhalten kann. Tut mir leid. Ich denke, wir würden nicht mehr lange machen. Okay, dann haben wir auch Kapitel. Geht's, glaube ich, jetzt hoffentlich weiter mit der Story. Oder ne, gehen wir jetzt wieder zurück? Oder waren wir da schon? Nee, da waren wir noch nicht. Wow, okay. Ich würde sagen, im nächsten Speicherpunkt werden wir dann wieder aufhören, weil ich fühle mich gerade richtig müde und das noch länger durchzustehen kann ich, denke ich, nicht. Ich will davon auch wirklich zurück, oder?
gerade überhaupt keinen Plan, wo wir hin müssen. Hab den Weg verloren, oh Mann. So was wie Karte haben wir auch nicht. Okay. Naja, aber ich denke, da waren wir schon mal. Ist da oben jetzt wieder ein Hund? Okay, ich weiß echt nicht, wo wir hin müssen. Wir sind gerade wieder zurückgegangen, kann es sein? Also dann müsste ich, wenn ich die Brücke jetzt wieder überquere, würde ich einen Hund von mir haben. Ja, ich bin dann schon wieder zurückgegangen, wie es aussieht. Ich glaube, ich bin da falsch gegangen, kann das sein? Andererseits kann ich anders ja nicht weiterkommen. Hä? Okay. Ich glaub, der Hund versperrt mir jetzt wieder den Weg. Ich muss jetzt einen Weg finden, wie ich ihn da wegbringen kann. So stelle ich mir das zumindest vor. Was haben wir da? Nee, okay, da kann ich ihn nichts machen. Okay. So, ich habe echt keinen Plan. Haben wir da irgendwie so eine Knochen oder so rumliegen? Ich bin so kaputt. Okay. So, wo gehen wir hin? Wo können wir hin? Ist die bessere Frage. Da waren wir schon, oder? Ja, ich denke schon. Ich dachte, was übersehen? Oder bin ich jetzt einfach nur zu dumm, um weiterzukommen? Wahrscheinlich hätte ich was machen müssen. Ich meine, da können wir nicht weitergehen, oder? Doch. Ah.
dann war ich schon der Richtige. Also aufregend tut es auf jeden Fall nicht, das ist halt nur etwas, ja, okay, wir sind schon wieder an, nice. Okay. Das ist halt nur etwas langwierig. Da konnten wir was machen. Ich hab's genauer gesehen. Ist jetzt blöd. Das würde mir gerade was angezeigt. Achso, ich verstehe. Nee, das war's wieder. Speichert. Oh, jetzt ist der Weg gut. Können wir weiter? Oh nein, ist ein Springbrunnen. Oder sowas. Ja. Und da ist überall Wand. Das heißt, wir können dem nicht näher kommen. Oder? Kann ich das aufmachen? Ich glaube, ich kann das aufmachen. Oder später. Von da bin ich gekommen, oder? Oder bin ich von da gekommen? Ich weiß es nicht. Ja, könnte auch noch. Warum kann ich da aufmachen? Oder geht das nicht? Nee, okay, geht eh nicht. Ja, dann können wir da eh nichts machen. Ist nun mal so. Eine Gans? Nee, ein Troton vielleicht. Gott, bin ich blöd. Was macht das? Sieht man das Tier auch mal? Sollen. Ich wollte schon vorwärts laufen. Ich schätze, wir sind immer noch richtig auf dem Weg. Kann mich aber auch hören.
Was passiert da gerade? Oh, Katze. Ja, tut mir furchtbar leid, Leute, aber ich denke, das hat jetzt gespeichert und ich muss das jetzt mal beenden. Deswegen wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend und bis zum nächsten Stream. Ich hab da mir ein tolles Spiel ausgesucht. Ich kann nicht mehr reden, ey. Das ist einfach nur wow, anstrengend für meine Augen. Nee, jetzt mal ohne Witze. Du musst dich langsam vorantasten, um etwas erkennen zu können, was aus ihrer Sicht möglich ist, weil sie nicht sehen kann, aber ja, so ist das Spiel eben und dann hat man das und das. Ich weiß nicht, ich bin gerade selbst etwas zu müde und könnte fast einschlafen, deshalb macht es keinen Sinn weiterzumachen. Ich habe leider keine Energie, das noch weiterzumachen und deshalb bin ich dann doch jetzt frühzeitig den Stream. Sonst würde ich gerne noch länger machen, aber das ist halt dann nur Anstrengung pur. Das brauche ich nicht. Wenn ich etwas ausgeschlafen wäre, dann könnte es gehen, aber gut. So ist es nun mal. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen restlichen Mittwochabend, Nacht, wie auch immer, und bis zum nächsten Stream. Ich werde schon, dass ich morgen wieder irgendwas streame. Aber ich weiß nicht was. Dann macht's gut und vielleicht könnt ihr mit diesem Spiel was anfangen oder auch nicht. Müsst ihr sehen. Ich werde das auf jeden Fall nochmal weitermachen. Also einen zweiten Stream zu diesem Spiel wird es schon noch geben, aber ich weiß nicht, ob ich das dann noch länger durchziehe. Also dann, macht's gut und bis zum nächsten Stream. Ciao, Leute.